Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Guards. Okay. Wir machen jetzt die Drachenhatz. Eine gute Idee, deine Karte in einem hohlen Baum zu verstecken. Mitten im Wald. Na kommt schon, ihr Biester. Wow. Was ist denn das? Ach, eine Sumpfranze. Ah ja. Okay. Wie muss ich denn vorlaufen? Ugh. Nee. Ich stelle mich jetzt erstmal da in den Busch. Sumpfranze wartet. Und Zoberan, der versteckt sich jetzt einfach hier Halfcover. Warum warten die denn alle? Okay, ich hätte einfach nur angreifen müssen. Er kann das Ding nicht sehen, weil er super an dem Weg steht oder was. Okay. Ah. War ja klar. Kommen die mit den 10. Bam! 12. Ha! Die ist in dem Loch eingesunken. Ist schon mal gut. Sobaran nimmt das, sucht sich jetzt einfach irgendwie so Deckung. Okay, er ist im Ausgewichen. Die hat nur noch 3. Bam. Ha! Die KI ist nicht wirklich schlau. Die hat nur noch... Nee, wer hier hat 1? Die hat 1. Die da. Ah. Jetzt ist er tot. Bei Angriff. Natürlich, die 94%. Aber es sind genaue 11. Sehr liebenswürdig. Gehen auch wieder auf Zoberan. Wieso geht er denn dahin? Komm, Naurim, du flankst mal. Ha! Sie ist noch da, seht ihr? Ich sehe einen Lederfetzen mit Krakeleien. Ach, da geht's lang, folgt mir. Da geht's lang.
speichere ich mal. Bevor ich in die Drachenhöhle gehe, ne? Den großen Drachen, den wir jetzt gleich bekämpfen werden. Schnüffelst du etwa? Ich rieche was. Aber es ist nicht der Drache. Heißt das, die Luft ist rein? So würde ich das nicht sagen. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ah ja. Er schnüffelt. Oh mein Gott, Alter, wie viele sind denn das? Holy shit. Die haben zwar alle nur 16 Leben, aber trotzdem. Ja, die hat ihn schon gesehen. Da geht er gleich in den Nahkampf und interveniert mal. Zoboran, der geht mal dahin. Tatsächlich könnte ich mit Zoboran, wenn er so weit kommt überhaupt, könnte ich hier die Mauer machen. Zack, zack. Und die, die dann da hinten sind, die kommen dann erstmal nicht her und dann kann ich die in Ruhe erstmal besiegen. Die drei. Was habe ich mir bei ein paar Maps schon mal gedacht, dass ich sowas vielleicht machen könnte. Oder dass ich halt wenigstens einen Abschnitt das mache und dann stelle ich da einen Charakter hin und dann ist da ein Gegner und die kommen dann da nicht mehr durch. Müssen halt erst an dem einen vorbei. Und wenn der eine dead ist, dann... Weg da! Smack dead! Komm, ich heim mal Zoboran um 10 Leben. Sehr liebenswürdig. Ja. Kann er auch brauchen. Okay. Zoboran, weiß nicht, er gibt einfach mal, oder? Wie hoch sind die? 64%. Ah, nee, weiß nicht, was kann er noch machen? Eigentlich gar nichts, glaube ich mal. Dann den Corp of Fesso kann er noch, aber den braucht er aktuell nicht. Lass ihn mal warten. Ja. Jetzt ist die Barriere weg. Lass Norin da stehen. Oh. Zoboran wird eh gleich das Target für die anderen. Sehr liebenswürdig. So viele da an der einen Stelle. Ich müsste mich halt echt wieder bis da hinten zurückziehen. Ja. Die sehen jetzt alle Nauren.
Der Zobaran ist nicht so schnell wegen seinem Stab. Narum zieht sich mal komplett zurück. Habe ich mal gesagt, dann mache ich da einfach so quasi diesen Art Mobbingkreis hier. Muss es gucken, dass sich da jetzt nicht unbedingt eine hinstellt. Dann setze ich da Naurim hin und dann können dann nur noch, dann können eigentlich nur noch da welche um Naurim rum. Ich könnte da aber noch zumachen, theoretisch. Baller ich doch mal einmal einen Achter auf. Ne, 7 sind das jetzt, okay. Zobaran, schieß mal auf die hintere. Ich müsste ihm Armatrutz eigentlich geben, gefühlt. Mali schon mal dead. Armatrutz habe ich welches Level? 1 und 2. Was? Schon mal weg. Ist auch weg. Okay, weil er seinen Zauberstab hat. Ich muss nur aufpassen, weil es können halt dann oben auch, wenn die sterben, dann schreien die ja so. Dann kann von da oben so ein, Stalagmit oder Stalaktit, irgendwie eins davon, auf jeden Fall runterfallen. Sind halt wieder die üblichen Verdächtigen. Ach stimmt, darum hat er den Armatrutz nicht mehr. Der hält aber auch nur 2 Runden. Mache ich quasi mit denen als Bollwerk jetzt einfach zu. Ja, mit Zobaran. Boah, was? Der ging daneben. Alter, doppelt 7.
90% Chance halt zu töten, aber... Oh nice, das war ein guter Kill. Das hat's doch gebracht. Dann heile ich mich mit beiden jetzt wieder voll. Soberan ist wieder voll. Das ist gut. Das ist die astrale Regeneration schon nice. Aber wenigstens jede Runde einen Punkt. Aber zwei Punkte sind schon sehr strong. Mal gucken, dass ich das hier dann so halten kann. Dann stelle ich die beiden dahin und Naurim da und dann geht immer einer darüber. Aber dass ich die Null auf Nahkampf gemacht habe, die beiden, sind die eigentlich actually richtig gut. Ah. So dumm. War knapp. Die andere auch tot. Fahr zu Boron. Oha. Hat mal ein guter Crit. Ein sehr guter Crit, würde ich behaupten. Haha, meine Axt! Sagtest du nicht, du hättest sie dem Drachen in die Flanke gerammt? Wohl eher einer der Asseln. Ich hasse Asseln. Also, gibt es überhaupt keinen Drachen? Natürlich! Er heißt Fornan Fur. Kommt, er kann nicht weit sein! Für so etwas haben wir keine Zeit, Naurim. Haha. Immerhin habe ich meine Axt zurück. Immerhin hat Naurim seine Axt zurück. Wieso da aber Naurims Axt nicht mit dabei stand? Naurims Sindwurmschläge. Oh, Attacke minus 2 ist auch weg. Minus 1 dementsprechend. Okay, Initiative ist besser. Attacke besser. Parade bleibt gleich schlecht. Die wiegt jetzt ein bisschen mehr. Ach, die 30. Die 030 Stein. Als geliebte Axt ist zwar offenbar wenig Drachenblut gesehen als versprochen, aber wer weiß, was uns noch erwartet. Ja, da habe ich noch die Fackel für den Fall, dass ich nochmal gegen irgendwelche Gegner kämpfen muss. Die dementsprechend so. Ja, die so sind, wie sie sind. Die sehr beschaffen sind aus Holz. Schwertschaden, gewöhnlicher Schaden. Ne, ich gebe ihm jetzt, dann hat er die eventuell irgendwann die ganze Rüstung
Der ist metallisch, ne? Kann er eh nur ertragen. Okay. Dann gehe ich jetzt dann nach Mikram.